So, als erster Schritt wird nun die Route vermessen. Die Route soll ja später geteilt werden nach der Hollow Spigot Technik. Und um zu beweisen, dass sich die Aktion der Route durch dieses Verzapfen des nachträglichen Teilen eben nicht verändert, wird die Route jetzt im Vorfeld schon mal vermessen nach der 15 Grad Methode. Dazu hänge ich ganz einfach Gewicht an, um diese zwei Messstrecken damit auszuloten und den Charakter der Route damit feststellen zu können, ob es eine powervolle Aktion hat, also eine schnelle Aktion hat, eine Spitzenaktion, was für ein Wurfgewicht optimal sein dürfte. Das kann man damit alles feststellen. So, haben wir jetzt fast schon haargenau getroffen. Jawohl. Dann wird es verwogen, das Gewicht. Das ist Reis, was da drinnen ist, damit ich es schön wirklich das Gewicht fein ausjustieren kann. In dem Fall haben wir jetzt genau 24 Gramm. Das notiere ich mir hier. Und dann messen wir die zweite Messstrecke. Und anhand von der zweiten Messstrecke zu der ersten in Relation gesetzt, kann man dann feststellen, was die Route für einen Powerfaktor hat. Also was es für eine, ob es eine schnellere Aktion ist, eine mittelschnelle, eine langsamere Aktion ist. Ich jetzt auch nochmal eins Holz. Das noch einmal rein. Ja, haben wir schon genau. Und hier haben wir dann 114,75. Diese beiden Werte, die trage ich jetzt dann in den Rechner ein. Und dann kann man feststellen, was für ein Powerfaktor diese Route hat. Ganz so, hier bin ich wieder. Leider war ich gesundheitlich etwas verhindert mit einer starken Erkältung bzw. einem Schnupfen. Das wollte ich Ihnen also nicht antun, mal ein bisschen hört man das noch. Die Route ist nun geteilt. Hier ist die Teilung und ich habe ja versprochen, dass ich den Beweis jetzt anbringen werde, dass sich die Aktion der Route durch diese Hollow-Spigot-Teilung keinsterweise verändern wird. Das kann ich natürlich behaupten. Ich kann es aber auch durch die 15 Grad Power-Methode vermessen und damit beweisen. Wir hatten ursprünglich bei dieser Route einen statischen Wert von 24,0 Gramm, habe ich mir hier notiert. Das ist der Auftragsnummer 4331-1, also diese Route wurde vermessen, einteilig war sie mit 24 Gramm belastet. Ich habe jetzt hier diese 24 Gramm schon mal vorbereitet in diesem Becher. Ich wiege es nochmal ab. Da haben wir hier genau 24,05 Gramm. Die Route ist ganz exakt an der Spitze. Ich habe hier übrigens einen Bissanzeiger angebracht für den Kunden in der neonfarbenen Farbe. Deswegen hat sich auch das Aussehen der Route etwas geändert. Es ist also wirklich nur diese Stelle, die jetzt markiert ist, an der Spitze. Und jetzt hänge ich das Gewicht dran an die Route. Und man sieht, biegt sich jetzt im statischen Weg hier exakt genau auf diese Linie, wie sie ungeteilt war. Okay, sagen Sie sich, wie verhält sich es aber nun bei einer stärkeren Belastung? Hier oben kann es ja alles noch beisammen sein. Ja? Aber also, dann haben wir hier 114,75 Gramm. Auch dieses Gewicht werde ich jetzt hier erstmal abwiegen. 114, sind wir bei 99,45. Bei 107 und dann haben wir jetzt 114,55. Dann geben wir noch die 0,2 Gramm dazu. Ja, gut gemeint, bisschen zu viel. Ich schneide extra dieses Video nicht, damit Sie also auch wirklich sehen, es geht mit rechten Dingen zu. Das dauert jetzt leider ein kleines bisschen länger. So, legen wir die Info wieder rein. 114,35 und
114,5, 114,6, 114,75. Und damit Sie sehen, dass es auch wirklich 114,75 sind, hier 114,75. Ungeschnitten geht es jetzt weiter. Und jetzt werde ich auch die Kamera so einstellen, damit sie auf der Höhe ist, wo sie sich also auch dann trifft mit der Linie. Mal ein kleines bisschen hoch, damit man es oben sieht. Ich hänge das Gewicht jetzt von der anderen Seite mal dran, damit Sie das also mitverfolgen können, wie sich die Route jetzt nach unten biegt und wo sie genau zum Stehen kommt. So, jetzt können Sie mal da reingucken. Sie sehen genau da, wo sie beim ersten Mal eben auch geschnitten hat, die Linie. Bedeutet also, die Aktion hat sich in keinster Weise verändert. Und das Einzige, was dazugekommen sein mag im Mittelbereich, das sind die knappen 2 Gramm, wenn es überhaupt so viel ist, wo der Zapfen schwer ist. Das ist beim Gesamtgewicht der Rute wirklich unmaßgeblich. Und ich würde sagen, mit dieser Vermessungsmethode und mit habe ich jetzt den Beweis erbracht, dass so eine Hollow Spigot Teilung einer einteiligen Route überhaupt keinen Einfluss auf die Routenaktion nimmt. Ich werde das gleiche jetzt mit der nächsten Route noch vorführen, und wenn es die gleichen Ergebnisse hat, dann steht absolut kein Zweifel mehr. Die Route ist nun schon eingespannt zur Vermessung. Zuerst belaste ich wieder auf den Viertelweg, der übliche Vorgang. Dabei wird festgestellt, was für eine Grundbelastung die Route hat. So, dann wird dieses Gewicht gewogen und damit können wir feststellen, was die Route mal grundsätzlich für ein Wurfgewicht hat. Wir haben jetzt 21,7. Notiere ich mir auch gleich. Anschließend wird dann die Route noch belastet auf die 15 Grad Durchbiegung, also auf die 15 Grad Linie. Können wir auch mal diese Gewichte wieder nehmen. Den Rest fülle ich jetzt wieder mit Weiß auf. Mal so eine schöne progressive Aktion. Und da haben wir jetzt 107,15. War ursprünglich, wie gesagt, eine einteilige Route. Kunde wollte sie zweiteilig haben. Hollow Spigot Technik Zapfen eingesetzt. Und jetzt werden wir mal diese Route auch vermessen.
Im Originalzustand hatten wir sie ja bereits vermessen. Wie gesagt, da waren es 21,7 Gramm. So hat sie genau eingerichtet. So, die Rutenspitze ist also genau jetzt an der Linie, da wo sie also auch hingehört. Jetzt werde ich die Rute wieder belasten bis zu diesem Punkt, also bis zu einem Viertelweg. Da hatten wir, wie gesagt, vorher gemessen 21,7 Gramm. Und der 15 Grad Weg waren 107,15. Diese habe ich mir ja bereits notiert beim ersten Vermessung. So, dann gebe ich, wie gesagt, jetzt auch hier wieder das Gewicht. Ich schneide immer noch nicht das Video, das läuft wirklich komplett jetzt durch. Da haben wir jetzt noch die 24,35 Gramm drinnen. Nehme ich jetzt raus. Wir sind jetzt bei 18,25. Kommen die Reiskörner rein, bis wir bei den 21,7 sind. 21,35. 21,55. 60. Also man sieht körnchenweise, um es wirklich ganz genau zu haben. Jetzt sind wir bei 21,7. Hier, dass kein Schmuh da ist. 21,7. So. Die Rutenspitze, wie gesagt, ist jetzt momentan hier. Jetzt wird das Gewicht hier im Spitzenring angehängt. Und dann schauen wir mal, wo die Spitze sich jetzt befindet. Auf der Höhe genau dieser Linie. Also es hat sich nichts verändert im statischen Weg. Und jetzt werden wir das ganze Spiel natürlich auch wieder mit dem dynamischen Weg machen. Weil da scheiden sich ja normalerweise die Geister. Wie gesagt, es wird auch jetzt wieder weiter... ausgegangen, auch neue Batterien, so, da haben wir jetzt beim ersten Mal 107,15 dran, wir sind jetzt bei 97,45, 104,95, da müssen wir Reis zugeben, 105, 106, 107,10, noch 107,15. So, jetzt kommt der Moment wieder. Jetzt muss es sich bis dahin biegen. Wir gehen damit nach unten und wo bleibt sie hängen? Sind jetzt genau auf der Höhe der Linie. Also, auch hier haben wir durch diese Verbindung, die sich hier befindet, keinerlei Unterbrechung von der Biegungskurve. Ich filme jetzt mal so rein, damit man es gut sieht. Und auch die gesamte Aktion, die Wurfeigenschaft, wird sich durch diese Hollow-Spigot-Teilung, die ich nachträglich bei der Route durchgeführt habe, nicht positiv, nicht negativ äußern. Die Route ist exakt so, wie sie vorher war, nur eben jetzt zweigeteilt. Das gleiche funktioniert auch bei Fliegenrouten, bei zweiteiligen, die man zu vierteiligen umbauen lassen will.
Und der ganze Spaß ist auch nicht unbezahlbar. Schauen Sie auf meine Homepage, Sie werden selbst staunen. Danke fürs Zusehen. Ich bin Theo Matschewski von Solitip.